Hast du die Kamera schauen und mit dir reden? Wurscht, was immer du glaubst. Ey, es kommt auf YouTube, es ist nicht so, dass. Ich hab die Kamera aufgenommen, ne? Komplett, ne? Nein. Schmeckt. Ich habe mir ein Konzept. Also ich habe mal versucht, eine Zeitschrift zu machen, aber mal ein Exemplar geschafft. Ja. Und ja, also, okay, ja. Vielleicht wird das irgendwann, wenn ich sehr viel Zeit habe, mache ich einen Artikel daraus, oh ja, und transkribiere das Interview, das man machen will, und schreibe einen Text und dann schimmelt es irgendwo. Na, passt. Auf einer Homepage, wo es keiner ist. Okay. So, wir sind bei Dose, ich kann bei Wolfgang wetten. Nur so, ich kann den Firmennamen ständig einfließen lassen. Nein, das wäre so nicht angebracht. Okay. Gut. Können wir? Du nimmst ihn auf, oder? Natürlich, ja. Aber jetzt müssen wir noch so ein Ding, das, Klappe. Darf ich das? Unbedingt. Ja. Das ist ein Soundnader, der Zukunft, ja. Was, ein Sound? Ja, 3, 2, 1, so. Ah. Aber du solltest das irgendwo dort machen, wo es in die Kamera haben. So, 3-fach, klar. Okay. Ja. Wofür sind wir? Okay, hallo liebe Zuschauer, Zuhörer. Ich bin hier in der Sozialwohnungsatelier von Wolfgang. Wolfgang. Mhm. Und vor uns ausgebreitet ist ein richtiger Schatz des Nerdtums, nämlich diverse Kameras. Sozialkameras. Sozialkameras. Und alle diese Kameras sind höchstwahrscheinlich älter als du, kann das sein? Knapp, ja. Knapp. Also es ist inzwischen 70 und 40 Jahre. Und das habe ich noch nicht ganz. Also du bist noch nicht mal 40. Ich bin noch nicht einmal 40. Schon okay. Jetzt? Nein. Also, das passt. Es ist schön, dass du jung bist. Okay. Okay. Ja, also es gibt eine Kamera, die möglicherweise jünger ist als du. Ja, ein Kasten. Aber okay. Wie kommt man dazu, alte Kameras zu sammeln? Ich sage mal, die Faszination an der Technik. Mhm. Und eben, dass diese Dinge echter sind als ich und mich wahrscheinlich auch überleben werden. Entweder wenn ich mein ganz normales Leben führe oder wenn ich morgen vom Bus zusammengefahren werde. Die Kameras werden noch funktionieren, wenn es mich nicht mehr gibt. Wenn ich jetzt einen Hammer habe, ich könnte dir helfen, also dass du älter bist als deine Kameras. Ja, wenn du blöd bist, könntest du mir auch einen Hammer haben. Nein, Schmäh. Ja, das ist eigentlich die Faszination daran und auch, will das gar nicht das digital analog leiten. Die sind aber, was wir hier sehen, sind Analogkameras. Sind komplett analog. Also eine eigentlich schon ausgestorbene Spezies, ne? Nein, sie lebt noch immer. Nein, aber wird die noch mehr produziert? Werden noch Analogkameras produziert? Ja, aber so wenig. Ganz wenig. So wie Analog. Leica macht noch analog und sonst ist mir jetzt gerade in der Kachen keiner bekannt. Okay. Und du fotografierst auch gerne? Ich fotografiere auch gerne. Und fotografierst du mit allen deinen Kameras gleich gerne? Oder hast du so einen Favorit, der so... Da gibt es schon Favoriten, also prinzipiell funktionieren alle, die ich besitze. Also du benutzt auch deine Kamera? Also innerlich hätte ich jetzt Unruhe, wenn ich eine Kamera besäße, die nicht funktioniert. Also die Dinger müssen funktionieren. Okay. Das ist dann teilweise auch ein bisschen kostenintensiver, weil wenn die dann wieder im Kasten verschwinden und man hat eigentlich gerade servicieren lassen, ist das ja ein Blödsinn, wenn man sie nachher nicht verwendet. Das heißt, es ist auch ein gewisser Zwang da, jede dieser Kameras irgendwo wieder mal zu verwenden, auch wenn man es vielleicht nicht gerade will oder wenn einem die nicht so taugt, aber wenn man die nicht verwendet, dann verharzen drinnen die Öle, sind dann nicht mehr so schmierig und das heißt, die müssen einfach bewegt werden, damit sie auch dauerhaft funktionieren können. Ja. Wenn du vorher angesprochen hast, welche Lieblingskamera ja gibt es, das ist zum Beispiel diese Leica M3 hier. Das ist so, ja. Die kommt jetzt auch in diese Kamera, genau. Das ist eine echte Leica, vielleicht eine coole Aufschrift. Leica, echt Leica. Siehst du wieder, sagen wir mal deine. Zwei Jahre werde ich auch noch bei dir. Dann okay, da hat das auch noch eine Leica. Also, die ist so mein Liebling, also für mich die schönste Kamera der Welt. Die Leica ist ja sowas. Und kannst du erklären, warum? Also sind die einfach wirklich so viel besser und besser verarbeitet oder so? Also nur ein Image, so wie man sich ein Apple kauft. Es ist natürlich ein Image, aber das Image kommt auch nicht von irgendwo. Also die ist wirklich spitzenmäßig verarbeitet. Die ist Baujahr 1959 und M3, also dieses Modell, ist die ganz klassische Reportagekamera, in dem Fall nach 59, also 60er, 70er Jahre, frühe 80er Jahre wahrscheinlich. Vom Design her finde ich sie sensationell und schlicht und sie hat alles oder so wenig, wie man braucht. Und du kannst da mit einer Hand so einarmig schießen? Dann würde es wahrscheinlich verwackelt sein. Aber ja, das vom Design so toll. Na, also einfach von der Haptik und wie man gefällt, ganz einfach. Und kannst du so ein bisschen einen Film aufziehen oder an den Objektiv umschauen, damit man so sieht, wie cool das ist? Ja, ich meine, cool, meine Güte. Also es ist halt komplett manuell, also sprich, ja. die
zum Einstellen meine zu Blende. Passiert, genau, dann ist hier die Zeit einzustellen, also entweder über Belichtungsmesser zu erfragen oder zu erahnen mit ein bisschen Erfahrung dazu. Das ist die Zeit, die er belichtet. Das ist dann die Zeit, die belichtet wird. Die wird dann aufgezogen. Und dann los wird er. Genau. Ist das wirklich nur so, dass man da das Schraubloch sieht? Gehört da nicht irgendwie ein besserer Trigger drauf? Nein, also das Schraubloch ist dazu da, um einen Kabelauslöser. Für uns selbst oder Fernauslöser? Genau, oder Fernauslöser. Kann man dann quasi hier machen oder einen Kupferl drauf gibt es noch zum Aufschrauben, dass man etwas weicher abdrücken kann, aber das ist das Original. Okay. Also da fehlt es nichts. Ja. Da fehlt es. Und es ist einfach die klassische Reportage-Kamera-Geschichte und deshalb musste ich die haben und mit der habe ich eigentlich auch meistens umgegangen. Und da ist jetzt ein handelsüblicher analog 36-Bit-Film drin? Genau, kannst du beim Piper kaufen, beim DM kaufen, die schwarz-weißen ist weniger, halt die eher günstigen Farben. Und kann ich die eigentlich noch in einem Labor entwickeln lassen? Ist das noch, diesen Service? Früher habe ich das einfach beim Supermarkt abgegeben. Kannst du auch heute noch. Kann ich auch heute noch. Die schicken mir das dann ein. Und genau, das geht meistens zum CB nach Deutschland. Schwarz-weiß, also Farbentwicklung ist international standardisiert. Mhm. Das heißt, kannst du eigentlich wirklich überall hinschicken und theoretisch solltest du überall das gleiche auch zurückbekommen. Mhm. Schwarz-weiß ist da deutlich individueller, Punkt der Entwicklung und ich schieße meistens schwarz-weiß, weil finde ich einfach die Reportagebilder dann auch reportagemäßig schwarz-weiß diese Anmutung haben. Entwickle dann auch selber, weil das noch diesen Reiz hat. Wenn man du tust selber schwarz-weiß entwickeln? Ich entwickle selber schwarz-weiß, entwickle den Film, scanne dann den Film, das nennt sich dann Hybridverarbeitung, also einerseits analog entwickeln, schwarz-weiß quasi ausbelichten unter Anführungszeichen, dann und dann online einstellen, ja genau, das kommt dann in den Negativscanner, hätte aber auch noch eine dunkle Kamera, um quasi den analogen Positivprozess selber auch noch durchzuführen. Aber du könntest ja theoretisch entweder sofort mit einer Digitalkamera schwarz-weiß Aufnahmen machen oder könntest du auch hier hinten statt dem Film so eine Art Fotosensor rein tun, dass sozusagen deine Kamera als Digitalkamera funktioniert. Gut, den Fotosensor zum Reinpunkt gibt es nicht. Gibt es das nicht für dieses Modell? Oder es gibt eigentlich, glaube ich, also es gab einmal zwei Modelle, aber das ist zu weit schon, wo man auswechseln konnte, Feedback gegen Sensor, aber ja, theoretisch könnte ich auch digital schwarz-weiß fotografieren. Aber das ist nicht der Punkt, also du willst analog fotografieren, schon allein die Kamera weiter. Ein netter Freund, um jetzt dann zum Nerdigen zurückzukommen, ein netter Freund hat mich einmal charakterisiert, alles was edel und unpraktisch ist, das braucht der Wolfgang. Also, sagen wir so, meine Kamera hat viel drinnen, meine Vespa hat keine Batterie, sondern einen Kickstarter und meine Flügelfeder hat ein Grundsystem und keine Patrone. Also um das vielleicht so kurz zu umreißen, ist es nicht unglaublich nervig. Du bist jetzt gerade ein Held geworden, ja? Das ist schön. Also, du machst das Leben auch nicht mehr. Ich habe Standardcafé. Nein, macht einfach Spaß, ja. Diese kleine Unfreundlichkeit im Leben, das ist nicht alles so. Also das Gefühl, dass man so ein bisschen unter Kontrolle hat, und ein bisschen weniger weg. Wenn man weiß, was man macht, hat man es unter Kontrolle. Und die Umständlichkeit ist ja vielleicht auch Teil des Konzepts, das nachher zum Ergebnis führt. Und man könnte ja so drüber philosophieren, dass das so ein meditatives Element ist, das Aufziehen. Könnte es ist, ja. Wenn ich das wollte. Stimmt, das wäre natürlich, da sind wir dann wieder im Religionskrieg, aber gut, gegen Digitalen, das wollen wir nicht mehr. Gut, zurück, also ich habe dich ja kennengelernt, weil du, glaube ich, diese Kamera ganz interessiert hast. Kamera hatte ich. Kannst du da zu diesem Prachtstück vergangener Technik etwas sagen? Das ist eine, also ich nehme eine sehr tolle Schutzkappe ab, die ja. Meine Bewunderung ist übrigens nicht gehäuft, aber ich finde das alles voll faszinierend. Du schleimst zumindest auch professionell, das ist sehr gut. Das ist eine Tele-Rolleflex. Also Rolleflex ist prinzipiell der Markenname. Es ist eine spezielle Bauart von Mittelformatkamera, nämlich eine 2-Linsige. Wobei die obere Linse quasi durch ein Prisma, sondern durch einen Spiegel hinauf projiziert auf eine Mattscheibe. Man wird das jetzt wahrscheinlich nicht sehen in der Kamera. Das heißt, man schaut oben hinein und sieht das Bild, das stammt von dieser Linse. Die untere Linse geht schnurstracks hinten, sobald der Verschluss geöffnet ist auf dem Film. Das ist also das Konzept dieser Zweifel. Du fotografierst eigentlich gar nicht genau das, was du im Gucker siehst, sondern ein bisschen drunter, ein Zentimeter. Ich fotografiere ein paar Zentimeter. Das heißt, du musst dir die Angewöhnung ein bisschen zu hoch ziehen. Das wäre nur bei sehr geringen Abständen relevant, bei 3 Metern ist das realisiert in Wirklichkeit. Und du hast natürlich diese Kamera hat auch einen sehr guten Ruf gehabt. Ja, also Rolleflex ist quasi auch der andere Rolls-Royce der Mercedes der Kameratechnologie. Also nachdem wir diese Meilensteine zusammen, kommt man sowas nicht vorbei. Da ist die nette Geschichte, die ist eigentlich original, schweineteuer. Also Rolleflex schmeißt es einem nicht nach, auch wenn dieses Ding schon uralt ist. Ist jetzt wertbeständig? Dieses wertbeständig theoretisch. Also wenn man die jetzt kauft über eBay, sonst irgendwo, kann man ca. mit 1200 bis 1500 Euro rechnen. Sage ich jetzt einmal, und ich habe diese Kamera mit einem schönen Lederkoffer, mit einer Komplettausstattung, mit Prismensucher und Zubehör zum Säuerfüttern für 30 Euro bekommen. Das ist
endlich einmal ein Schnäppchen im Leben. Das ist es. Also das schafft auch so eine emotionale Verbindung, genau, dass du so gerettet hast vor. Ein bisschen, das wäre sogar weggeschmissen. Ein bisschen, nein, das glaube ich weniger, aber ich habe zumindest nachher dann günstig reparieren lassen und sie schnurrt wie am ersten Tag. Und die Idee war, ich ziehe 5 Filme durch und verkaufe sie nachher für ein Schweinegeld gut weiter. Und nach dem 5. Film habe ich mich nicht vertreten. Du wolltest sie benutzen und verkaufen. Genau, also wirklich schlampenmäßig. Und jetzt habe ich es doch aufgehoben und ja. Also das hat sie dann zu Hause gefunden. Sie hat dann zu Hause gefunden. Und jetzt gehe ich ein bisschen spazieren mit ihr und dann lernt man so nette Leute kennen, die dann zumindest professionell scheinen. Ja. Und du hast mir auch erzählt, ab und zu sprechen dich Leute an, ältere Herren auf diese Kamera. Hauptsächlich ältere Herren. Also hätte ich jetzt einen älteren Herrn fetisch, wäre diese Kamera ideal. Ja. Oder die Leica. Also jetzt dann die. Ja. Verehrten Zuschauer, ich will es nicht empfehlen und nicht vorgreifen, aber damit wird man angesprochen. Ja. Weil die das halt aus ihrer Jugend kennen und damals gehabt hätten, das ist genau der Punkt. Das sind die Jugendträume, die man sich nicht leisten konnte. Dann ist digital dazwischen gekommen, dann wollte niemand mehr leisten, aber man wird doch angesprochen, wenn es gesehen wird. Und ich meine, die macht jetzt auch wieder, aber du hast mir erzählt, auf einem anderen Film, oder? Die hat jetzt nicht das ist ein Mittelformatfilm. Die Negative sind 6x6 cm groß, also ca. 4x so groß wie bei einem Kleinbildfilm. Du brauchst also quadratische Fotos damit? Ich mache quadratische Fotos damit und 12 Stück gehen damit auf einen Film. Und das nimmt man für Porträtfotografie oder wofür braucht man quadratische? Wofür man will, das ist einfach ein anderes Filmformat. Okay. Also ein größeres Filmformat, das ist ein älteres Filmformat als das Kleinbildfilm, also ein Kleinbildfilm, der sich Ende der 30er Jahre aus dem Kinofilm entwickelt hat, wenn man einfach ein kleineres, handlicheres Format haben wollte. Und Mittelformatfilm mit 6x6, 6x7 oder 6x9 gibt es verschiedene Ausbelichtungen auf diese Filmfläche. War einfach das gängige Format damals. Und kann man so sagen, der hat dann, weil ja die Quadratzentimeterzahl größer ist, auch mehr Auflösung als im Kleinbild? Kann man so umlegen, ja. Aber wenn du das dann scannst, hat es nur noch die Auflösung von deinem Scanner? Oder? Ja, natürlich. Ja. Ja, da ist dann der Scanner der Flaschenhals, aber natürlich größeres Ausgangsmaterial. Das ist wie bei jeder digitalen Fotografie, größeres Ausgangsmaterial ist bessere Bildqualität. Also wenn du da jetzt irgendwie ein Porträtfoto deiner Großmutter findest auf sowas, dann könnte man vielleicht noch das dann analog zoom und dann sehen, dass sie Hotbreds hat oder irgendjemand. Im Idealfall schon, ja. Cool, genau. Okay. Was macht dieses tolle Gerät? Das ist ein Belichtungsmesser. Also ich zeige das mal so. Ein analoger Belichtungsmesser, das schaut relativ kompliziert aus, ist es nicht. Funktioniert folgendermaßen, man drückt auf den Knopf, die Fotozelle ist eine Mischung. Das ist unter 0, das heißt, dann wird das gedreht, dass quasi in der Zeiger auf 0 steht. Okay, jetzt hast du es geeicht. Dann ist es quasi genau abgeglichen und dann ist hier bei einer Skala sind sämtliche Zeitblendenkombinationen, die für die richtige Belichtung eingestellt werden können. Das heißt, mit dieser Kombination, für diese angemessene Situation ist dann richtig belichtet. Und das braucht man, weil keine dieser Kameras hat Batterie, ja. Deshalb auch keinen integrierten Belichtungsmesser. Und entweder geht man jetzt mit dem Belichtungsmesser raus, wenn man es etwas präziser haben will und misst halt die Situation an. Oder wenn man genug Erfahrung hat, kann man es nachfühlen. Kann man sagen, heute hat es circa die und die Zeit- und Blendenkombination und das bringt einfach die Erfahrung mit sich dann auch. Okay. Aber wenn man es jetzt nicht komplett daneben belichten will, ist es ganz geschickt, das mitzunehmen. Wenn nicht, wenn man ein bisschen anderweitig unterwegs ist, dann nicht. Gibt es eigentlich, sehr blöde Frage, gibt es eigentlich moderne Kameras, also die haben das alles abnehmen, die dann so einen Spezialknopf haben, wo man das dann wieder selber einstellen darf, um eben ein Foto falsch zu belichten oder Effekt zu machen? Jede Kamera hat irgendwo eine manuelle Einstellung und da kannst du, das ist dann runtergebrochen auf das, was du hier siehst, nämlich Empfindlichkeit einstellen, Zeit einstellen, Blende einstellen. Das sind diese drei Parameter der Fotografie. Also das kann ich einfach mit jeder Hand. Das kannst du mit jeder Arbeit auch, ja. Genau. Ja. Also das sind diese drei Parameter rund um die Belichtung. Da hat sich seit 150 Jahren nichts daran geändert und die moderne Physik oder die alte Physik macht auch Digitalkameras nicht halt. Im Prinzip machen Digitalkameras oder moderne Kameras, wie auch immer, nichts anderes als das, was diese hier können, nur dass halt ein Chip hinten drin ist. Und ein bisschen mehr Automatik, die das abnimmt. Aber du könntest, wenn du wolltest, das auch alles selber einstellen mit moderner Kamera. Genau, ja. Also es bricht jetzt gerade, ich bin so ein bisschen enttäuscht, ich habe gedacht, nur mit diesen alten Analogkameras kann man wirklich das selber einstellen, aber du sagst mir, das ist ja nicht. Nein, du kannst auch mit den modernen Analogs machen, wenn du willst, das ist überhaupt kein Thema. Also eigentlich überhaupt kein Vorteil, so was. Was zu was?
Ja, ich habe gedacht, das ist jetzt irgendwie ein. Nein, es tut mir furchtbar leid. Also ich würde es auch gerne so sehen, aber ja. Ja, also das. So bin ich halt gezwungen, mir mehr Gedanken zu machen darüber. Ja, kann man schon sagen, dass die Leute, die Analogkameras haben, die können das noch. Die können zumindest mit Belichtungsmesser umgehen und bei diesen ganzen digital herumschleppern ist das die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie überhaupt keine Ahnung haben. Ich habe in den einschlägigen Foren habe ich gelesen, wer es analog kann, muss es digital nicht mehr probieren. Okay. Das summiert das eigentlich, was du jetzt gerade gesagt hast. Und natürlich sehen die Analogfotografen, und das wäre es gelogen, wenn ich mich da nicht mehr aufpinseln würde, natürlich sehen die sich als Bewahrer des Echten und Wahren. Das heißt, wenn man mit sowas umgehen kann, kann man mit Fug und Recht sich besser fühlen als diese Kinzi-Druckie. Zumindest würde ich gerne, ja. Okay. Aber es gibt sicherlich tausend andere Leute, die das anders sehen. Und ich verstehe sie auch. Also, okay. Ja, die sind selbstgeschleimt. Ne? Gut, gehen wir noch zu der. Und der, mich faszinieren so Kameras, die so nicht wie eine Kamera ausschauen. Die einfach eine Box hängt. Ja. Und vielleicht bei der beginnt. Das ist eine etwas kaputte Logitech vom, also Lomo im Endeffekt, Lomo, also Lomo Shop und die massiveren Sachen. Lomo war doch vor ein paar Jahren erst Mode. Ja, Lomo ist eigentlich eine alte russische Kanon-Kameramanufaktur und viele österreichische Studenten haben das quasi als Business-Konzept aufgezogen und Lubitel ist eine dieser Marken, die unter diesem Lomo-Dach verkauft wird. Das ist eine ganz originale, also man sieht auch das, was ist denn das, also hier, ich weiß nicht, ob man das dann sieht, Lomo und auch in schön kyrillisch. Die funktioniert nicht, weil hier das Schärfeneinstellrad fehlt, das liegt noch drüben im Kasten. Hat mir ein netter Fotofreund geschenkt, man beachte auch den wunderschönen Kameraremen. Also das ist alles, das schaut aus wie Schubbänder, kostet 10-mal mehr als ein Schubband, weil es eben immer so ausschaut. Das ist reines Design-Schnickschnack, das ist natürlich kein Schubband und auf diesen Kameraremen bitte nicht als Schubband verwenden, weil das ja, nein, Schmäh, natürlich ist das ein Schubband, das ist der letzte Rotz in Wirklichkeit, aber es macht genau das gleiche wie diese Kamera hier. Hat auch dasselbe Vielformat? Die hat 6x4,5 oder ich weiß es gar nicht, die hat mit der noch ein einziges Foto gemacht. Also ist eine der wenigen Fotokameras, die du besitzt, mit der du die besitzt, die nicht repariert und die ist noch nicht mehr. Ja, genau, sie macht im Prinzip auch. Kannst du für die Kamera diese zufällige, kannst du so tun, als fotografierst du den Martin? Aber wenn man sieht, dieses, dass du vor der Form geschaust. Also da reinschauen, wenn ich jetzt richtig hier den Verschluss spannen, dann wird hineingeschaut, dann wird fokussiert mit dem Rad. Das wie gesagt im Kasten liegt, weil ich es noch nicht repariert habe und dann drücke ich hier rüber, oder auch nicht, verdammt, wie geht das? Da, jetzt das cool gemacht, okay. Okay. Das war jetzt gut. Cool. Aber du schaust sozusagen nicht durch, ich schaue so hinunter, genau, ja. Das ist also ganz, und hier kann ich dann entweder mit Drahtauslöser oder halt eben mit dem Finger machen. Das heißt, wenn du dann sagst, cheese oder bitte lächeln, wo muss ich unterscheiden? Man kann Leute recht nett unbeobachtet oder vermeintlich unbeobachtet fotografieren. Sie können keinen Kontakt mit dir haben. Man wird nicht ernst genommen mit dem alten Zeug. Das ist sehr erfreulich für vor allem Street-Fotografie, so früher Schnappschuss geheißen hat. Ich glaube, du reparierst da deinen Nerdflips. Und man wird nicht ernst genommen. Also wenn du mit so einer großen Spiegelreflexe unterwegs bist, dann ist das eher bedrohlich. Wenn ich mit sowas unterwegs bin, glaubt jeder, was will der jetzt mit dem Scheiß. Und inzwischen habe ich schon Bilder gemacht, ohne dass es wahrgenommen wurde. Das ist irgendwie ganz nett. Ja. Also, so das ist jetzt ein anderes Konzept. Also die sind also beide zum Reinschauen, deshalb vorgezogen. Das ist eine Boxkamera, die ist wahrscheinlich aus den 20er Jahre, 30er Jahre. Das Ding ist fast 100 Jahre alt. Das Ding wird mir bald 100 Jahre alt sein und wird mich trotzdem auch überleben und macht nichts anderes auch mit Mittelformatfilm als man kann irgendwie ganz grob zwischen Blende 11 und 22 hier unten verstellen. Das war also damals die Touristen-Klicki-Klicki-Version. Genau, ja. Und oben hat man die Entfernung von 1 bis 3 Meter und von 3 bis unendlich. Also das ist jetzt, mehr braucht man nicht. Ja. Und dieser Haken ist der Auslöser? Oder? Und dieser Haken ist dann der Auslöser. Okay. Mit der fotografiert das war's dann. Und mit der kann man fotografieren, ja. Genau. Und dann wird dann hier weitergedreht und in ein Schichtfenster, das man hinten erst öffnen muss. Hast du das? Wie das gut? Also quasi durch rote Folie stieg er dann. Ich kann in eine Dunkelkammer reinschauen sozusagen. Naja, fast. Durch rote Folie stehe ich dann auf der Rückseite des Filmpapiers, des Rollfilms, von welchem Bild zu welchem Bild man quasi weiterkommt. Dann macht man wieder zu und dann geht es wieder weiter. Ja. Und dann entweder schaut man oben durch den Gucker hier in Querformat oder man dreht es einfach so und hat hier den Gucker für Hochformat. Und die macht also wirklich auch gute Bilder, die macht 6x9 cm. Ich werde dann wirklich in dieser Größe hier, kommt dann in dieser Größe. Das ist schon gut.
Also die macht scharfe Bilder, sie sind ein bisschen weich, sie sind nicht unglaublich hart kontrastig, das kann man nachher nach dem Scannen oder in der Dunkelkammer wieder etwas härter kontrastig machen. Das kann schon was, ja, das hat dann schon Charme. Das doch kurz. Ich muss ausschalten, mir sind da die Batterien ist rausgegangen. 5 Minuten. Ja, wie gesagt, man gibt nicht mehr. Ich komme mir ein bisschen blöd vor mit dem Ziel. Naja, das ist ja nicht. Was hast du gemacht denn? Ich genieße es bisher. Es ist ein sehr schönes Interview. Gefällt mir. So, ich muss mal ein Stück drin sehen. Okay. Machst du unbedingt das Synchro-Klopfen zeigen? Ja, ich mache ein Klopfzeichen. Machen wir das. So. 1, 2, 3. Okay. Gut, nach einem Batteriewechsel versuchen wir hier weiterzumachen. Was mich interessiert, warum hat die Kameraentwicklung diese Form angenommen, also diese breiten rechteckigen Kästchen mit Objektiv drauf und was war der Grund des Scheiterns für diese Schachteln, die man von oben hineinguckt oder von der Seite? Hat das irgendeinen einen technischen Grund? Oder das Filmformat. Einfach der Film ist kleiner geworden, also die Patronen, die wir kennen von früheren Filmen, die sind natürlich deutlich kleiner. Und dadurch fällt der Sinn weg, so ein riesiges Kästchen zu haben. Genau, also allein, dass das Negativformat bei einer Kleinbildkamera ist circa das einer Briefmarke, das heißt, das Negativ selber ist so groß wie eine Briefmarke, macht natürlich Bauart deutlich kleiner, als wenn es irgendwo 6x6 oder 6x9 cm untergebracht werden müssen und dadurch wird das ganze Zeug einfach kompakter. Und es wird halt dann von links nach rechts und nicht von unten nach oben gespult und das macht dann auch die Bauart etwas. Und hat es damals so irgendwie so eine Gegenbewegung gegeben von so sozusagen 6x9 Nerds, die gesagt haben, nein, das macht die besseren Bilder und wir tun das netter und logisch. Also nachdem die Leute immer schon gern gestritten haben, es war ja schon der große Umbruch von Großformatfotografie, also wirklich die großen Kästen, wo dann teilweise bis zu A4 große Negativblätter herausgekommen sind. Zum Mittelformat, was auch schon geheißen hat, um Gottes Willen, wie kann man nur und das wird alles kleiner und die Qualität ist nicht mehr da und es ist natürlich überall, ja, also alles, was irgendwo kleiner wird oder moderner wird, zuletzt natürlich analog digital, kann natürlich auch nichts und um Gottes Willen, wie kann man nur und das ist das einzig Wahre. Jeder verteidigt natürlich das gerne, womit er sich wohlfühlt oder wo er denkt, dass die Qualität zu Hause ist und ja, war natürlich früher auch so. Okay, passt, ja. Ja, du. Vielen Dank für das Interview. Ich bin jetzt ganz sprachlos. Was ja nett, kannst du nur einen Tipp geben, also wenn man sich für Analogfotografie oder irgendwie für Fotonerdtum interessiert, zum Beispiel in Wien, in welche Gruppen würdest du empfehlen oder in welche Foren würdest du da reinschauen, einfach um Gleichgesinnte zu treffen und also eine Fotowanderung. Ich sage mal, wenn man jetzt mit wachen Augen durch Wien geht, findet man immer wieder Leute und deutlich mehr Leute in jüngerer Vergangenheit, die analog unterwegs sind. Mhm. Und wenn man die anquatscht, da hat das ja auch den positiven Nebeneffekt, dass man neue Leute kennenlernt und die sitzen dann plötzlich bei Kaffee da und interviewen einen zum Beispiel. Oder man lernt auch einfach so Leute kennen. Internetmäßig in diverse Foren gehen. Kannst du ein paar sagen? Also ich war bei Fotografie.at zum Beispiel Mitglied. Es ist natürlich sehr digitallastig, aber es finden sich auch dort vermehrt Analogfreaks. AFOG.de, das ist eine analoge Fotogruppe, also wo wirklich auch Spezialisten unterwegs sind. Wenn man jetzt ganz spezielle technische Fragen zu Kameratechnik, zu Filmentwicklung, zu Chemikalien hat, dann sitzen da wirklich Experten, die sehr profund Auskunft geben können, vor allem weil sie auch in Deutschland sind und Deutsche sich dann meistens etwas besser ausdrücken können, auch schriftlich. Muss man jetzt auch leider sagen, aber da sitzen schon die Hauskenner. Ja, oder einfach mal, wie gesagt, ja, damit auf der Straße spazieren gehen und Leute ansprechen und schon ist man mittendrin. Und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich irgendwo Runden ziehe und man schaut durch beleuchtete Kellerfenster, dann sind dort komplette Dunkelkammern aufgebaut, wo das heißt, die Analogfotografie lebt. Die Analogfotografie lebt, man weiß nicht genau wo, aber man findet immer wieder kleine Nester dafür. Und das ist das Schöne daran, ja. Und du hast schöne Erlebnisse sozusagen. Ich habe schöne Erlebnisse damit. Deine Kameraklasse von also auch sozial sozusagen. Genau, so jetzt, ja. Und sollte es einmal wirklich keinen Film mehr geben oder ich keinen halben Kühlschrank mehr mit Filmen voll habe, dann bricht eine Welt zusammen, das muss ich auch sagen. Weil digital interessiert mich da jetzt gar nicht diesbezüglich. Aber schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Okay. Ja, dann weiterhin viel Spaß mit deinem Hobby. Kannst du sagen, die URL, wo du ein paar von deinen Fotos gepostet hast? Also, du hast mal so eine Flugaufnahme von Wien gepostet. Kannst du die URL ansagen? Ja, ich habe dann einen kleinen Blog mit relativ komplizierter Adresse, die ich gerade selber nicht weiß, weil sie eine Unterdomain in meinem NAS abgelöst hat. Du sind die Shownotes. Ich tue das schon jetzt, wenn wir das auf YouTube sehen, bitte in der Beschreibung. Ich habe diese peinliche Frage bis jetzt umschifft, weil ich sie immer in den Signaturen, in den diversen Foren drin habe und die Leute mussten nur noch den Link klicken. Also, du hast mich erst am Linken erwischt. Ja. Okay.
Ja gut, vielen Dank, Wolfgang. Danke dir. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.